Mission Feinstaubalarm. Blick hinter die Kulissen eines Knochenshops. Närrisches Wochenende, Hexen außer Rand und Band. Und Neulinge unter sich, TVB Stuttgart und HC Erlangen wollen sich in Liga 1 etablieren. Ja, und damit hallo und willkommen zum Journal am Montag hier bei Regio TV. Die Hintergründe im Fall der beiden tot aufgefundenen Kinder in Feingen an der Enz im Kreis Ludwigsburg sind weiterhin unklar. Eine Obduktion der 4 und 5 Jahre alten Kinder soll heute Aufschluss über die Todesursache geben. Am Samstag hatte die Mutter ihre beiden Kinder tot im Haus des von ihr getrennt lebenden Vaters aufgefunden. Dieser gilt als dringend tatverdächtig und wurde noch am Tatort verhaftet. Weil er sich mutmaßlich auch selbst verletzt hatte, kam der 38-Jährige zunächst in ein Krankenhaus. Zu den Vorwürfen schweigt er bislang. Wenn Sie durch die Region Stuttgart fahren, sind Sie Ihnen sicher auch schon aufgefallen. Die orangefarbenen Banner, die Autofahrern signalisieren sollen, es ist mal wieder Feinstaubalarm in der Landeshauptstadt. 100 Plakate zieren, auch ganz aktuell noch bis Mitternacht, wieder die Brücken in der Region. Diese allerdings jedes Mal aufs Neue damit zu bestücken, ist ein echter Knochenjob. Vergangenen Freitag. Etwas aus der Puste kommt Rainer Haas am St. Helens-Steg in Stuttgart an. Die letzte Nacht steckt dem 52-Jährigen noch in den Knochen. Jedoch nicht, weil er um die Häuser gezogen ist, sondern von Brücke zu Brücke. Feinstaubbanner abhängen, die er jetzt, nicht einmal 12 Stunden später, wieder mit neuem Datum aufhängen muss. Denn die Stadt Stuttgart hat erneut Feinstaubalarm ausgerufen. Mein Tag ist dann relativ verplant. Also dann weiß ich, was ich die nächsten 20 bis 30 Stunden mache. In diesem Zeitraum müssen 100 Plakate gedruckt und in der Region Stuttgart an 50 Brücken montiert werden. Ein Service, für den die Stadt pro Alarm mehrere tausend Euro ausgibt. Und ein Job, bei dem der Familienvater eigenen Angaben nach nicht reich wird, er und sein 8-köpfiges Team aber immer unter Alarmbereitschaft stehen. So wie an diesem Tag. Um 2:30 nachmittags, also 2 Tage vor Beginn des Feinstaubalarms, wird das Team per SMS vom Verkehrsministerium informiert. Von da an läuft die Druckmaschine heiß. Nachdem das alte Datum auf dem Banner entfernt wurde, kann das neue draufgeklebt werden. Der Kleber muss da natürlich auf die aktuellen Wetterverhältnisse angepasst sein. Manchmal haben wir minus 10 Grad und dann will der natürlich auch nicht mehr kleben. Und von daher müssen wir immer verschiedene Materialien nehmen, dass das funktioniert. Und wenn es natürlich kalt ist, dann sind wir auch langsamer. Wenn Schneefall ist, ist es glatt. Müssen wir natürlich auch an die Sicherheit denken. Sicherheit, die auch beim Aufhängen der Banner eine wichtige Rolle spielt. Damit das Werkzeug nicht auf die Fahrbahn fallen kann, ist es am Körper von Rainer Haas gesichert. Während am Abend immer noch gedruckt wird, geht es für den selbstständigen Werbetechniker und seinen Geschäftspartner auf die nächste Tour. Diesmal jedoch mit dem Auto anstatt mit dem Fahrrad. Der Zeitdruck sitzt ihnen im Nacken. Über Schleichwege durch den Wald geht's zur nächsten Brücke. Auf seinen Touren hat der 52-Jährige schon so manches erlebt. Also es sind viele Menschen im Wald, nachts auch 3 oder 4, was man gar nicht denkt, warum die da hier sind und was die überhaupt hier wollen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ab und zu schießt halt auch mal jemand. Also ein Jäger sind natürlich nachts auch unterwegs. In dieser Nacht jedoch zum Glück nicht. Die Plakate, die das Team noch in der Nacht zum Samstag aufgehängt hat, dürfen sie heute Nacht wieder abhängen. Denn der aktuelle Feinstaubalarm endet um 0 Uhr. Ja, vielleicht müssen sich Rainer Haas und sein Team in naher Zukunft ja dann nicht mehr ganz so häufig die Nächte um die Ohren schlagen, denn heute haben die Arbeiten an der 100 Meter langen Mooswand entlang der B14 begonnen. Bis Mitte März soll die Wand stehen und dann Schadstoffe aus der Luft filtern. Bis Ende der Woche werden die Fundamente der Wand gegossen. Dafür muss 2-mal pro Tag ein Fahrstreifen stadteinwärts für mehrere Stunden gesperrt werden. Das Verkehrsministerium und die Stadt investieren rund 500.000 Euro in den Pilotversuch. Bewerbung abgegeben. Jetzt ist es offiziell. Sindelfingens amtierender Oberbürgermeister Bernd Föhringer bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Am Samstag gab er seine Bewerbung für die Wahl ab. Bei einer Wiederwahl würde der 48-Jährige bereits seine dritte Amtszeit antreten. Dafür hat er sich vorgenommen, gemeinsam mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern diese Stadt weiterentwickeln, dass die Menschen gerne in Sindelfingen leben, dass sie auch gerne sagen, letztendlich Sindelfingen ist meine Heimat. Wer dann tatsächlich ins Sindelfinger Rathaus einziehen wird, entscheidet sich dann bei der Wahl am 7. Mai.
Ja, eigentlich beginnt erst in 3 Tagen mit dem schmutzigen Donnerstag die Hochzeit der Fastnet. Doch natürlich gab es auch dieses Wochenende in der Region viele närrische Veranstaltungen. 3 davon haben auch wir besucht. Die Stimmung beim Umzug in Neckarweihingen bei Ludwigsburg ist nicht nur bei den rund 8000 Zuschauern hervorragend gewesen, sondern natürlich auch bei den Narren. Denn für die erste Fasnachtszunft der Mistelhexen gab es am Wochenende einen speziellen Grund zum Feiern, ihren 33. Geburtstag. Schnapszahlen werden in der 5. Jahreszeit bekanntlich besonders zelebriert. Als Gäste kamen daher unter anderem die Schwarzwälder Bühlerhexen mit ihrem fahrbaren Gefängnis. Nicht allein Fasnet, sondern auch Karneval wird in Stuttgart gefeiert. Los ging's hier bei der großen Prunkfestsitzung der Gesellschaft Zigeunerinsel mit dem Einmarsch der 25 Vereine. Fast bis auf den letzten Platz ausverkauft war am Samstag die Stuttgarter Liederhalle. Denn eines wollten sich die Besucher nicht entgehen lassen: die Ernennung von EU-Kommissar Günther Oettinger zum Ehrensenator. Das übernahm die Bundestagsabgeordnete Karin Mark. Wellness, Fitness, Lifestyle. Das war das Motto des fast 2-stündigen Hexenballs der Narrenzunft Walderstadt. Dabei zeigten unter anderem die Clowns, wie Sparmaßnahmen im Altersheim seltsame Formen annehmen können. Unter das Publikum mischte sich auch so manche Prinzessin, Hippie oder gar Piratin. Die jungen wilden Hexen heizten die Stimmung mit ihrem Tanz zu aktuellen Songs nochmal richtig auf. Ja, und richtig gefeiert wird dann ab Donnerstag. Kurze Pause, dann sind wir mit der Handball-Bundesliga zurück. Da trafen mit dem TVB Stuttgart und dem HC Erlangen 2 recht junge Teams der ersten Liga aufeinander, die aber beide dasselbe Ziel haben. Mehr zum Spiel gleich hier. Bleiben Sie also dran. Bis gleich. Regio TV. Herzlich willkommen zurück. Der TVB Stuttgart ist mit einem überraschend deutlichen und noch dazu extrem wichtigen Sieg beim Bergischen HC in die Rückrunde gestartet. Gestern Abend wollte das Team von Markus Bauer direkt nachlegen. Der Überraschungsaufsteiger HC Erlangen war in der Porsche Arena zu Gast und über 6000 Handballfans durften sich über ein packendes Spiel freuen. Als sich der holländische Nationalspieler Bobby Schagen in der Schlussphase nochmal den Ball schnappte und eiskalt verwandelte, kam unter den 6.120 Zuschauern in der Porsche Arena nochmal Hoffnung auf. Doch Erlangen machte diese dann doch schnell wieder zunichte und fuhr einen 27:24 Auswärtssieg ein. Stuttgart hat uns, will ich sagen, dominiert, aber man hatte das Gefühl, es ist die bessere Mannschaft. Aber wie gesagt, dass wir in der entscheidenden Phase diese Ruhe bewahren und dieses Selbstvertrauen haben, ist einfach ein Zeugnis von unserer harten Arbeit und von unserem Selbstvertrauen. In über fast 50 Minuten Spielzeit führten die Wild Boys, vor allem Dominik Weiß, der am Ende 9 Tore erzielte, und Mimi Kraus, der auf 6 Treffer kam, traten von Beginn an selbstbewusst und treffsicher auf. Und auch wenn der Aufsteiger aus Franken vor der Halbzeit einen 4-Tore-Vorsprung aufholte, schaffte Theo Czoric mit der Halbzeit-Sirene noch den Führungstreffer zum 15:14. In der zweiten Hälfte schwanden irgendwie die Kräfte. Die Erlanger spielten routiniert weiter und gingen nach einem 7:1-Lauf mit 24:20 in Führung. Zum einen hat eben Erlangen die Qualität, dass sie ihren Stiefel 60 Minuten konzentriert runterspielen und das auch weitermachen. Dann haben sie einen neuen Mann gebracht mit dem Horak, haben es geschafft, uns ein bisschen mehr auseinanderzuziehen. Und er hat die 1:1-Duelle gewonnen und dadurch war einfach, das haben wir zwar immer geschnuppert dran, weil wir immer wieder auf 2 rangekommen sind, aber gereicht hat's nicht. In 10 Tagen, am Aschermittwoch, geht es für den TVB in der Scharena gegen Melsungen weiter. Nach zuletzt 2 Siegen in Folge sollte die Niederlage gegen Erlangen die positive Grundtendenz nicht in Frage stellen. Wir spielen etwas konstanter. Wir müssen jetzt da dranbleiben. Wir müssen weiterhin alles reinlegen in die Spiele, so wie wir es die letzten Spiele auch gemacht haben. Mit so viel Ehrgeiz und Elan, und dann hoffe ich, dass wir im nächsten Heimspiel 2 Punkte holen können.
Erlangen und der TVB. Zwei Teams, die beide das zweite Jahr ihrer Vereinsgeschichte in der stärksten Handballliga der Welt spielen und sich dort etablieren wollen. Mit Bitter Kraus, Katsikianis Haas oder Horak haben beide jede Menge Erfahrung und Qualität im Kader und bereichern so die Liga ungemein. Ja, mit diesem fantastischen Fans hier auf beiden Seiten, Halle ausverkauft beim Spiel Stuttgart gegen Erlangen, sensationelle Stimmung. Ich glaube, wir bereichern beide gute Liga und werden beide hoffentlich noch länger für Verode hier sorgen. Durch die Niederlage steht der TVB mit 12 zu 28 Punkten mit einem Punkt vor Balingen auf dem 15. Tabellenplatz. Der Abstiegskampf geht für die Wild Boys also weiter. Und das war das Journal für heute. Hier folgen jetzt noch die Wetteraussichten für die Region. Die präsentiert Ihnen heute Anna Gröbel. Ihnen noch einen schönen Montagabend. Danke fürs Zuschauen und schalten Sie morgen wieder ein. Dann begrüßt Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Chris Fleischauer. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Es geht jetzt in die närrische Zeit und auch unser Wetter treibt es ganz schön bunt in den nächsten Tagen. Ein kräftiges Tief nach dem anderen zieht durch. Am schmutzigen Donnerstag, da haben wir es sogar mit einem richtig ausgewachsenen Sturmtief über Deutschland zu tun. Und auch aktuell sind Tiefdruckgebiete aktiv. Das eine Tief Rolf, das zieht allmählich nach Russland ab. Da kommt schon das nächste Tief. Tiefdruckgebiet Stefan. Und dazwischen, da zieht ein richtig ausgewachsener Tiefausläufer über uns hinweg. Der bringt viele dichte Wolken, vor allem im Süden Deutschlands. Also bei uns in Baden-Württemberg, da wird das ein ziemlich grauer und vor allem auch nasser Dienstag. Es gibt eigentlich Regenwetter den ganzen Tag über. Wirklich kalt ist es allerdings nicht. Die Höchstwerte liegen meist so zwischen 7 und 11 Grad. Selbst oben auf dem Feldberg fällt eher Regen. Aber diese Temperaturen, die fühlen sich kälter an, denn wir haben es mit einem ziemlich kräftigen Westwind zu tun. Auch bei uns in der Region fühlen sich die Höchstwerte von 7 bis 11 Grad eher kälter an. Also das ist richtiges Erkältungswetter, richtiges Schmuddelwetter. Es regnet nämlich mehr oder weniger den ganzen Tag über, mal mehr, mal weniger. Am Mittwoch lassen die Regenfälle nach. Es wird insgesamt freundlicher und sogar noch milder. Die Temperaturen steigen bis auf 13 Grad. Der Wind legt aber noch einen Zahn zu. Selbst im Flachland sind dann stürmische Böen möglich. Ja, und dann kommt der schmutzige Donnerstag. Da wird's auch richtig ungemütlich. Da feiern wir also lieber drinnen. Es wird stürmisch, später auch nass. Anfangs ist es noch relativ mild, aber zum Freitag, da erwischt uns eine Kaltfront. Es gibt einen kleinen Temperaturstutz. Am Freitag nur noch 8 Grad und weiterhin Regen. Am Wochenende nur noch Höchstwerte um 6 oder 7 Grad. Für Schnee ist es aber trotzdem immer noch zu mild. Und dazu wird auch das Wochenende wechselhaft, aber nicht ganz so ungemütlich wie zum Beispiel der Donnerstag oder auch der Freitag. Regio TV.